Heute, was geht ab, Leute? Homie, heute mit einer weiteren Folge von Hong Reacts. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Folgen wir schon haben. Aber heute ist eine ruhige Folge. Tati und ich am Start bei einem Vulkanonest. Und los geht's. Zur Reise beginnt. Ja, ja. Oh mein Gott, das ist drauf! Hast du das drauf? Ja, ja. Wie damals, ich weiß nicht, warum. Ich hab doch versucht, beides. Hast du umgepackt? Ja, Yu-Gi-Oh! Und sehen uns. Gibt's Bescheid, wenn ihr FD seid? Da komm ich auch. Schaut an, dann zeigt mir das. Mit den Karten so, Karten verkaufen euch. Mehr als euch bei dir. Ich hab den Song mal vor. Durch das ganze Land. Oida, was geht ab, Leute, Junge? Oida. Wieder am Start. Wir sind hier jetzt auf dem Weg zum Hypopub. Scheint, dass es ein Vulkanonest. Vulkanonest, okay. Ich hab noch keinen. Ich hab echt noch keinen, ja. Ist nicht mal einen einzigen. Tati versucht sich jetzt seinen dritten. Nicht einen einzigen Vulkano, ja? Der schmeißt sie einfach weg, ja. Der taucht so 1900, der schickt einfach weg. Ja, ich hab einen in Tunesien gefangen und Akani mit 1,9 WP, aber die seine IVs waren endschlecht. Und ja. Also im Nachhinein versteht man es. Die waren ja unterirdisch. Die waren bei 30 oder was weiß ich. Ja, und? Okay. Ich versuche immer noch meinen ersten Vulkano überhaupt zu bekommen. Vulkano, Mann! Oh Gott. Jetzt sind wir leider. Du checkst immer noch nicht. Ja. Aber dann. Da ist ein Honig in der Nähe, Mann. Oh, Eischlüpft. Ah, da sind wir ja schon fast da. Das ist der Ostbahnhof. Ist das 2 Kilometer? Und gleich hinter dem Ostbahnhof ist der Hypopar. Oder das ist 10er. Das ist 2. Auf jeden Fall Vulkano damals. Sehr solides Pokémon, sehr selten. Akani relativ hoch, relativ gut für die Arenen. Hat der dann mit seinem GoPlus 2,6 so Kilometer gesammelt, obwohl wir Auto gefahren sind. Wurde aber dann geschwächt durch die WP-Änderung. Ich muss ehrlich sagen, GoPlus echt heftig, Mann. GoPlus echt heftig. Schaut mal an GoPlus. Was war das für eine U-Bahn-Station? Wir sind hier, es wird schon. Platz 1 bei Sightings angezeigt. Ihr seht, ist noch ein Schatten. Nice! Ich kann mir nicht leisten, irgendwelche Akanis wegzuschicken. Mein erstes Vulkano seht ihr hier gleich. Ich hab gar nicht gewusst, dass du noch gar keinen Vulkano gefangen hast, Mann. Ja, bei ich dem. Nicht mal aus dem Ei, gar nichts, oder? Den bei dem Ei nicht. Einmal hab ich einen gesehen, der ist geklont. Ja, stimmt. Der Gruppe. Einer ist mir geklont. Naja, Arenen. Halb so wild. Arenen einladen und ich hab mich kaputt gemacht. Oh, ich erinnere mich, da hab ich das Gehäuse über die GoPro gehabt. Damit der Gegner halt nicht stört, aber das hat natürlich auch den Sound beeinträchtigt. Weil es halt in einem Gehäuse ist. Also ist etwas über dem der Kamera gewesen. Ich glaube nicht, dass hier. Aber ja. Netz ist. An sich eh. Code war ein bisschen schlechter mit der GoPro, aber. Hoffentlich bald eine bessere Kamera. Ja, mal so, machen wir eine Runde. Schauen wir mal, wie der aufbaut. Ich glaube, da haben wir sogar mehr als nur Vulkanonest abgecheckt. Kann das sein? Ohne Scanner wird echt schwer. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Viele Spiele, dass es dann nach einer Woche wieder Scanner gibt. Keine Maps. Niantic wird damals immer wieder was dagegen machen. Ja, werden sie. Und diesmal haben sie sogar gesiegt. Damals schon bei dir? Wurde. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, du bist schon. Ich weiß gar nicht, welche Map damals aktiv war, aber. Aber. Ja, die wurden verklagt oder sowas. Wir haben hier meinen ersten Vulkano. Das ist ja Bombe aus Waffen, 50, oder? 50, ja. Growlithe! Vulkano! Das heißt, ich brauche noch 12. Nice. 12 Vulkanos heute. Ich glaube nicht, dass es das wir so viel kriegen. Wir haben mal. Das ist eher. Ich glaube, das Video kommt noch. Punkt für ein paar. Auf einer Scanner-Tour ein Vulkano gefangen. Im Nachhinein war das gar nicht so krass, aber damals hatten wir uns so hart drüber gefreut. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt noch. Das ist ein gutes Video da. Aber zurück zu diesem hier. Das ist ein kleines Nest, das ist nicht mal ein Nest, würde ich sagen. Das ist so ein Spawn-Punkt gewesen. Oh, Street Fighter Musik. Street Fighter Hintergrund. Nachhinein hätte ich da eine bessere Szene drin, aber das ist ja schon cool. Das ist schon cool.
Leute, ich stehe hier vor dem Hypopop. Ja. Wir haben einen Focano gefangen. Eins! Ja, zur Begrüßung an Focano. Oh ja. Mein Gott. War schon mal nice. Mein erstes und einziges. Ja, besser aber als ich glaube, wie gesagt, dass es kein Nest ist, sondern eher Spotpunkte. Ja. Man weiß nicht, wie oft ja, kommen in der Stunde. Ja. Wenn jemand Bock hat, hier zu warten, gerne. Ja. Wenn er einen Focano braucht oder nicht. Aber wirklich lohnt es nicht. Leider, ja. Aber wir haben es natürlich ausprobiert, ja, um zu schauen, was Sache ist. So ist es. Und, ja. Zum Glück ist der Bordeaux-Platz in der Nähe. Ja, Mann. Ihr seht, 3 von 4 an, da gehen wir jetzt 3 hin. 3 von 4? Wieso nicht 4 von 4? Ich werfe weg von meiner Kamera oder was? Ich kann doch nicht meine Kamera da liegen lassen. Das haben wir schon nice, oder? Oh. Okay, ich dachte, wir checken noch ein Onyx-Nester, aber war wohl ein anderes Video. Ich frage mich dann, was wir den Rest des Videos noch machen. Das ist ja noch 10 Minuten eigentlich, 9 Minuten. Seht ihr, so schlechtes Wetter und so viele Leute immer noch am Zocken. Damals ging es echt ab. Erzähl mir deine Geschichten. Oh mein Gott, Dimi! Schau uns die Videos an. Aus dem Mist von Dimi. Digga, ich mach. Weißt du, was ich hier vorhabe? Also bleibst jetzt rot. Wahrscheinlich. Er kann doch rot bleiben, man kann kein Team wechseln. Alle, also Billy bleibt safe blau. Wer? Vasili? Ja, und mit dem mache ich schon Arenentouren regelmäßig. Digga, man kann keine. Das ist ja nicht zuverlässig, man. Das ist Familie und so, man. Ich spiele mehr als ihr alle zusammen, Leute. Ich glaube nicht, Mann. Ich mache jeden Tag Arenen. Wenn ich nicht fahren will, mache ich jeden Tag Arenen. Weißt du, warum ich keine Arenen mache? Ich mache Arenen immer. Da kann man nichts sagen. Weißt du, warum ich keine Arenen habe? Weil ich habe keinen, mit dem ich Arenen machen kann. Ja, deswegen sage ich, warum. Deswegen habe ich mir eine neue Connection aufgebaut, Leute. Krasse Connection. So. Hat schon mit Tati gefilmt, wie Arena einnimmt. Nee, hab Tati noch nie kämpfen sehen. Oh mein Gott, Tati. Ich hab Tati echt noch nicht kämpfen. Ich zweifle an deinen Fähigkeiten. Ja, keine Ahnung, Mann. Am Anfang echt nicht so interessiert. Geh mal alleine Arena einnehmen, Mann. Entweder nachts oder morgens um 4 Uhr. Aber dann gab's so eine Weile, wo wir. Wenn ich in die Arbeit fahre, dann so viele Arena gemacht haben. Oh mein Gott, Mann, ich hab was gesehen anstatt auf Teil. Ich hab was gesehen auf Entwickel gemacht. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Ja, was musst du machen? Power-Up, ja, Alter. Schicken, Alter. Ja, ich hab echt keine Ahnung von Pokémon. Also, Entschuldige mal. Hier ist entwickeln und hier ist verschicken, Alter. Wie soll das funktionieren, Dimi? Wie soll das funktionieren? Erklär mal. Ja, jetzt. Warte, ich drück auch mal auf entwickeln. Passiert. Ich verschicke es jetzt trotzdem. Oh mein. Egal, ich wollte die 500 Erfahrung haben. Die kriegst du doch gar nicht. Natürlich. Für entwickeln. Ach so, für die Entwicklung. Oh mein Gott, hat das gar keine Ahnung, Mann. Ich dachte, du meinst die Ding. Vor der Kamera, nein. Ich dachte, du meinst die. Ja, ich hab die Kamera als Zeuge. Ich dachte, du meinst, du hast doch kein Goldbot, oder? So ein Scheiß, Alter. Das war eigentlich mal letztes super geworden. Und der Brunnen ist so sauber geworden. Im Vergleich zu jetzt. Nicht mehr so viele Leute. Nee, Mann. Wie im Sommer. Denkst du, das hat was? Okay, mit dem Wetter zu tun oder damit Pokémon nicht mehr so attraktiv ist? Nein, mit dem Wetter, Mann. Wetter oder Pokémon ist tot. Es ist schon kalt, Mann. Ja, und also wir sehen zwei Jahre später, Pokémon lebt immer noch. Also. Die meisten bleiben mal dann zu Hause. Wahrscheinlich mit dem Wetter damals. Es kommen halt nur die Hartnäckigen raus. Weißt du? Die wirklich alles machen. Pokémon zu. Schau mal, wir werden es ja dann sehen. Wenn es dann wieder Frühling wird, Sommer wird, ja, werden wir mal sehen, wie weit Pokémon dann ist. Oh mein Gott, spielen wir dann noch? Ja, ich auf jeden Fall schon. Oh mein Alter. Gott. Ich bin hart. Er war echt süchtig. Ich bin so lange gespielt. Ich hatte Hoffnung, dass wir zurück zu Yu-Gi-Oh! Kehren. Krasse Werte, krasses alles. Die Hoffnungen sind ja gestorben. Ja, mal schauen wir mal. Wie es dann ist, ob die anderen auch so weit gehen oder nicht. Nee, die anderen sind nicht so weit. Arbeit des Tages, das zweite Kabuto. Wie brauchst du noch für deinen Kabutops?
ist, glaube ich, erstmal vierter oder fünfter. Also noch eine Menge. Oh mein Gott. Wie viel braucht er auch 50, oder? Der braucht 50, ja. Sind wir jetzt gleich? Oh mein Gott, da vorne ist auch. Ich habe ihn nicht mehr gefangen. Ganz heftig. 862. Fleckmund. Das werden wir gleich nochmal hin. 862 Fleckmund. Also für damalige Verhältnisse ist das echt krass. Und Ramos, wie gesagt, für Agent nicht so übel. Mein Gott, Tappi leidet. Hartnäckiges Kabuto. Hartnäckiges Fleckmann, Alter. Oh mein Gott. Und großartiger Wurf, schauen wir mal. Ja, so nach 10 Versuchen. 13 Bonbons. Hast du? Nee. Oh mein Gott. Ja, wenn ich dir nicht wegschicke, 14. Schick ihn nicht weg. So, jetzt wieder mal ein 10 Kilometer Ei, was ich gestern im Lulpop Park bekommen habe. Ich gönne dir natürlich einen Rosana. Bist du wieder nicht mitgekommen? Schau mal, was ist das? Wir wissen, Tati, du bist ja immer ein Finger dafür. Schon gut. Ein Kickli. Leider der falsche von den zwei. Der falsche, Mann. Wieso, wieso kein Ding, Mann? Schlüpft noch eins. Nein. Er hat Nocturne gebraucht. Ich hab Nocturne gebraucht. Der Kickli war nice. Und dann ist noch so ein Scheißteiler, der kann nicht gut. Bleib ab. Damals kriegt ihr noch schon aus den Eiern. Egal, es wird mehr als 10 Kilometer Ei geben. Ja. Und ja. Ich komme noch an meine. Wir sind schon seltener geworden, Mann. Ich brauch wieder Nocturne Raids. Wie Demi. Nee, der bringt Nocturne Raids. Schön, dass du noch da warst. Ja, wir schreiben uns. Ja, wir gucken an und wir machen das schon, Demi. Das Ding halt. Wenn ich zu euch komme, dann habt ihr einen krassen Teamführer. Ja, das ist schon gut. Auf krassen Teamführer, ich weiß schon, Alter. Aber du musst doch noch mehr zocken. Also bleiben wir nicht mit Demi und zocken noch mehr? Bisschen farmen, ein bisschen grinden. Naja, jetzt haben wir halt noch, Bordeaux-Platz. Ja. Hat nicht leer. Ja. War jetzt nichts Aufregendes dabei? Nee. Oder? Heute nicht, ne? Heute nicht. Kaputt viele Wasser-Pokémon wie immer. Aber mein Gott, EPs gesammelt, Demi kam noch. Ja, mein Gott. Ja. Vielleicht kriegen wir jetzt noch ein Focano. Wäre nice. Ah. Wir gehen nochmal zum Auto jetzt. Wir gehen nochmal zum Auto. Schau mal. Ja. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Schauen wir nochmal beim Focano. Oh, wieder. Wir waren schon im Auto, aber es wurde doch noch ein Focano zum Abschied angezeigt. Zum Abschied nochmal schnell ein Focano holen. Wie schnell es dunkel wurde. Wahrscheinlich wieder irgendwo hier drin. Oh je, noch ein Focano. Gehen wir mal an die Stelle hin, wo wir das erste gefangen haben heute. So ist es. Dort. Zum Abschluss noch ein Vulcano. Mein zweites überhaupt. Dann habe ich 6 bis 7 Bonbons. Naja. Oh. Ja, an sich, wie gesagt, ruhige Folge. Man hat gesehen, es wird langsam kälter, es werden langsam weniger Spieler. Läuft wieder alles? Es ist da. Ende September. Gucken wir mal. Nee. Ja. Ja, es ist gerade gespawnt, also heißt es, wir haben genug Zeit eigentlich, das zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber auf jeden Fall. Haben wir da vorne gefunden. Langsam wird's kälter. Bist du auch hier in der Nähe oder wo bist du? Weniger. Ich denke schon, ja, genau. Und ich habe immer noch keinen Akani. Das ist schon traurig. Also ich hätte am Anfang echt mehr Sucht geben sollen. So. Alter, was sind das für aggressive Vögel? Hört ihr's? Abnormal, wie die switchern. Alter, beruhigt euch mal. Oh, hier ist sogar ein Fiegelänge. Oha. Ich brauch, glaube ich, noch eins, dann kann ich Turtok machen. Oh mein Gott. Oh. Also Turtok habe ich auch noch nicht. Aber Shigi spawnt ist halt echt überall. Und da ist es wieder, das Vulkan. Aber mir zeigt es schon an. Wie an der ersten Stelle, wo wir es gefunden haben. Und ein 806er sogar mit WP. 806? Wenn der jetzt noch gute IVs hat, kann man den schon entwickeln. Na? Schon. Himbeere. Superball. Er ist ein Nana, aber okay. Großartiger gibt's Wurf. Aber leider noch kann nicht schief gehen, oder? Hong, ist das schon bei dir angezeigt? Es kann eine Menge schief gehen, aber. Du hast es gefangen, aber bist hochgegangen, oder? Ja, gut. Hoch. Okay. Erster Versuch sitzt. Läuft, hat die Fucano wurde gefangen. Oh, ja, hat die da, läuft. Ist da ist er, ja. Bei mir läuft es auch. Fucano! Schauen wir gleich mal die IVs. Nee, leider
Leider? Sehr schlecht. Ah, ja. Egal. Bonbon ist immer gut. Shiggy wäre auch interessant. Shiggy ist jetzt wieder weg aus der Nearby List. Dann war er wahrscheinlich von der anderen Richtung. Shiggy spawnt auch recht häufig. Oh, yes. Ist gefangen. Ihr wisst, 12 Kilometer weniger gehen. Jetzt habe ich insgesamt 24 Kilometer überlegt. 150 Kilometer, ja? Für 50 Bonbons. Also ja, eigentlich ja weniger, weil man braucht ja schon einen Vulcano. An sich ist das gar nicht mal so viel. Aber ist schon viel, ne? Schon viel. Aber. Jo. Ja. Das war's von der Folge. Das war jetzt das Ende vom Video. Ende? Ja, Mann. Danke euch. Wie gesagt. Hypopark, Vulcano spawnen. Ja. Vulcano spawnen? Versucht es selber. Aber naja. Viel Spaß. Das war's. Alles klar. Oh. Genau, am besten probiert ihr es mal selber aus. Ja. Also wir waren jetzt noch ein paar Mal dort. Ja, waren wir das? Ich habe jetzt ein paar Vulcano-Bonbons sammeln können. 15. Aber wie gesagt, die kommen nur ein paar Mal die Stunde, also lohnt sich nicht wirklich dort die ganze Zeit zu warten. Am besten schaut ihr mal vorbei, wenn ihr zum Bordeaux-Platz geht oder vom Bordeaux-Platz zurückkommt, so mache ich es. Genau. So habe ich jetzt ein paar gesammelt und werde ich es auch in Zukunft so machen. Genau. Weil ich einfach keine Schlüpfe, so wie Tati, aber das war's von uns. Schaut die anderen Folgen an, schreibt unten in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen und vergesst nicht, Pokémon is serious business. So ist es, Pokémon is serious business. Das ist schon die nächste Folge, wo hier die Werbung abläuft. Aber das war's von dieser Folge, wie gesagt, ruhige Folge, nicht allzu viel passiert. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann bin ich beim C-Day, Evoli. Viel Spaß beim C-Day. Also das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, checkt die alten Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon is serious business.